Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es einen Look und zwar mit der Cranberry Palette von Natasha Denona. Ich möchte unbedingt diesen Ton hier austesten. Irgendwas so rauchiges, beeriges. Mal gucken, wo es uns hinwirft. Und das hier ist so ein richtig geiles. Seht ihr das? Das ist hier in der Mitte ein Duochrom. Und also ich muss sagen, es ist echt einer der schönsten Paletten, wenn man so anguckt. Ich weiß nicht, ob das hält, Schatz. Und genau. Kein Arzttermin, kein Einkaufen, nichts. Einfach nur fertig machen, damit fertig ist. Damit man sich ein bisschen wohler fühlt. Ich habe alles drauf bisher auf dem Gesicht. Alles so Standardprodukte, die ich jeden Tag benutze. Die kennt ihr alle. So, das ist jetzt mein Standard Foundation, die ein sehr, sehr schönes Finish abgibt. Die Drops gemischt, bis sie leer sind. Und das ist aktuell mein Puder, was ich immer so benutze. Das Fit Me Loose Powder. Dann habe ich Catch the Glow als Bronzer. Und das ist mein Blush Ball in der Farbe 010. Eyeshadow Base. Dann habe ich meinen gemixten Joie Highlighter. Und jetzt möchte ich so ein bisschen in die Palette gehen. So, ich fange an mit dem dunkelsten Ton. Und guck mal. Mama, das hält! Ja, super! Guck mal, was es macht. Es ist sehr, sehr pudrig. Die hat das nochmal neu umformuliert. Dann muss nur nochmal so. Wisst ihr, das muss ja auch mal alles scharf sein. Und ich sehe, ich habe schon so ein bisschen Probleme, es zu erkennen, ob das scharf ist oder nicht. Also das muss ich ja schon zugeben. Ich muss sagen, es ist ein stinknormaler matter Lidschatten. Das hat nichts mit ihrer besonderen Formulierung zu tun. Es ist einfach ein stinknormaler matter Ton, der eine Puderkonsistenz hat. Das ist nicht dieses Cream to Matte oder Cream to Powder oder dieses Gelige, wo ich echt Probleme habe. Ja, Papier kannst du schneiden, Schatz. Aber nicht dieses Styropor, weil das überall jetzt rumfliegt. Muckel. Siehst du das? Also, es ist eigentlich... Ich muss sagen, es lässt sich eigentlich hier für so einen dunklen Ton relativ schön, also was heißt schön, aber relativ gut verblenden. Ich meine, Lid ist nicht abgepudert. Also, weil ich das einfach nicht mache. Ja, warum mache ich das nicht? Ich finde einfach, dass die Lidschatten... Ja, ich brauche diesen Zwischenschritt nicht. Ich finde, die Lidschatten kommen intensiver raus. Ich muss immer aufhören. So. Die dunkelste Stelle ist da. Mama, schau mal, wie ich die Stelle. Ja, und du hast sogar hier Styropor. Mach mal so. Aha. Aha, weg, jetzt ist weg. Oh, Nicola, ich kann dich gleich auch saugen. Nein. Doch. Also ich muss sagen, das ist schon eine richtig schöne Farbe. Ich finde, man könnte es fast schon so lassen. Wisst ihr, was ich meine? Ich gehe, ich brauche so was Pencil-mäßiges. Ich nehme den hier, der ist eh schon voll mit Lila. Den nehme ich einfach und packe ihn mir dahin. Seht ihr das? Also, ich hoffe, ihr erkennt das. Waschmaschine, Kind, also so richtiger Alltag. Ich glaube, ich habe nicht mal meine Zähne heute Morgen geputzt. Also so richtig, ich mache mich einfach gechillt fertig und ja. Dann, da siehst du mein Vater. Ja. Schau mal, Mama. Also eigentlich so ein richtiger gammeliger Vormittag. Es ist Samstag. Naja, eigentlich ist jeder Tag genauso wie dieser. Und jetzt möchte ich einfach... Gehst du bitte runter? Ich habe gesagt, hörst du bitte auf zu schneiden, Nikolai. Hör bitte auf. Das ist mir echt zu... Machst du die Schere bitte in die Schublade? Welche? In die erste. Mach es bitte. Nein.
die Steak. Ja, mach die. Genau, da rein. Und aufhören jetzt. So, ich nehme mir so einen kleinen fluffigen Pinsel und versuche hier unten. Immer zum Fuß. Einfach noch ein bisschen zu verblenden. Ich bin wirklich dieser Bärentyp. Ich bin nicht der Typ mehr, dieses knallige Rot oder Rot. Vielleicht bin ich es noch, keine Ahnung. Aber ich finde einfach, dass bei mir diese Farben. Ich finde einfach, dass dieses Grün da mehr rauskommt. Was ist das Weiße? Mama, was? Vielleicht könnt ihr das ja sehen. Das ist Styropor, das heißt Styropor. Und ihr wisst, wie es nach einem Styropor aussieht. So, einfach mit einem sauberen Pinsel da so lang. Der sieht zwar noch so schmuddelig aus, ist aber eigentlich nicht. So, und jetzt kommen wir. Wow, jetzt sind gleich deine Haare noch voll. Nimm ich einen sauberen Pinsel und trage mir diese wunderbare Farbe auf. Cream Powder, ich finde nicht, dass es eine Cream Powder. Da könnt ihr ganz gut diesen Duochrom-Effekt sehen. Und auch da ist er ein bisschen, aber ich würde eher sagen, dass es so Glitter ist. Ich möchte das da, weil das relativ, ja, schlicht finde ich. Doch ist. Hallo! Aufhören! Seht ihr, wie mein Auge, finde ich, strahlt wegen diesem Glitzer und... Ja, da kannst du auch sitzen. Da kannst du auch bleiben. Also tupfen und ziehende Bewegung, damit so wenig wie möglich runterfällt. Ich muss sagen, das ist echt ein richtig, richtig schöner Ton. Er ist Gold, er ist Beige, er ist Silber, er hat so vieles. Und er lässt sich wirklich super mit dem Pinsel auftragen. Ich habe sehr, sehr wenig auf meinem Pinsel dann. Also ich muss sagen, auf dem Pinsel ist dann wirklich wenig dran. Ja. Was ich noch machen könnte, ist dieses Rosé einfach als Highlight so aufnehmen und hier runter. Wartet mal, das funktioniert so nicht. Kinder, Kinder, Kinder. Immer müssen die dann Humbug machen. Seht ihr das? So ein bisschen als, habt ihr das überhaupt gesehen? Einfach als Highlight hier runter. Ich muss sagen, es strahlt, es macht, es tut. Also es gefällt mir wirklich gut. Mama, das ist immer das letzte Stückchen. Nee. Ich bin jetzt endlich fertig. Ich mache jetzt einen Lidstrich, denke ich mal, und dann wäre ich fertig und zeige euch einfach den Gesamtlook. Ich glaube, das ist viel angenehmer, als das so jetzt anzugucken. Hey, sieht ohne Lidstrich aus. Mach den auf. So, ihr Lieben, ich bin gerade fertig geworden. Ich habe einen Patzer natürlich, das muss sein. Ich möchte euch aber trotzdem die Pracht mal zeigen. Und ich mache jetzt mal auch gleich Licht an, wenn das funktioniert. Ja, schaut mal. Also wenn das mal mit Licht ist, erkennt man richtig, wie schön es strahlt. Schaut mal, es glitzert einfach und man ist gleich so strahlend. Ich meine, in 8 Minuten einen Look fertig zu machen. Sagen wir mal, 10 Minuten habe ich für den Augen-Make-up-Look sozusagen gebraucht. Im Endeffekt hätte ich ihn in 5 Minuten fertig gemacht, weil es sind zwei Töne und ein Lidschatten. Ja, und... Ich muss euch einfach diese Pracht zeigen. Und auch das Gesicht. Und es sieht einfach alles so, so frisch aus, obwohl ich mega trockene Haut habe. Es glitzert, es strahlt, es macht einen einfach frisch, frisch. Ich liebe es, wenn es so glitzert. Und das kriege ich meistens echt nur bei Natascha Denona hin. Und es funkelt und es strahlt und... Es sieht einfach gigantisch aus. Was ich noch gemacht habe, ist Lidstriche gezogen. Ja, ohne Wing.
Aber dafür hier so einen ganz, ganz kleinen Strich am Wimpernkranz auch mit dem. Und auch meine Haare. Wofür? Und das sieht einfach gigantisch schön aus, ja. Das gefällt mir richtig, richtig gut. So, wir sind fertig. Habt ihr noch irgendwelche Wünsche mit der Natascha de Nonna? Wollt ihr irgendwelche bestimmten Farben von diesen sehen? Wollt ihr noch zwei, drei Looks damit sehen? Also ich finde, sie ist wirklich vielfältig, obwohl sie so in einem Farbschema ist. Ich würde sie tatsächlich auch für grüne Augen empfehlen. Vielleicht kann man auch diese zwei benutzen oder diese zwei für den Frühling. Wisst ihr, was ich meine? Einfach nur so ein bisschen ausrauchen und mit dem dunklen. Also ich habe echt ganz, ganz viele Looks mit ihr vor. Das heißt, ich werde mich jetzt nochmal zwei Tage an sie heranmachen. Und vielleicht schaffe ich das ja so wie heute einfach mal mitzufilmen. Auch wenn es gerade nicht so passend ist, weil Sonnenschein dabei ist. Aber ja, genau. So, ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao.